Papa, da ist ein Geist in unserem Keller. Top 10 Sätze, die ich später als Vater nicht von meinem erwachsenen Sohnemann hören möchte. Doch die berühmte Sammelseite LQQTV auf TikTok fand in den Untiefen des dreifachen Ws das Unmögliche. Wie angeteasert sind ihr Vater und Sohn mit jemandem oder etwas im Keller beschäftigt. Wenn zu sehen das echt wäre, würde ich mir wirklich Sorgen machen. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad. ¡Ay! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ábrele, ábrele! A ver quién es. ¡Ábrele, ábrele! ¡Ábrele! No pasa nada. No pasa nada. ¡Ay, abuelo! No hay nada, no hay nada. A ver, ve, fíjate. Ve, fíjate. ¡Ay! ¡Otra vez, abuelo! ¡Es un pinche mono! ¡Abuelo! ¡Ciérrale, ciérrale, ciérrale, ciérrale! ¡Llámale a la policía! ¡Saca tu teléfono! Also, unser Filmer hier schreit auf jeden Fall gut rum und der Herr im knallgelben T-Shirt zeigt mal immerhin etwas Mut und geht voran. Das Poltern macht dann auch nichts besser. Ein zweiter Blick ist für mich als Thumbnail für heute zu sick. Was da vorlugt, kann der Bruder im Gewand oder ein Geist aus der Wand sein. Ganz nach eurem Glauben und eurer Einschätzung. Mir klingt der Filmer ein bisschen zu panisch. Aber wer weiß, ich fälle nicht das Urteil. Aber ihr hört schon raus, was ich denke. Also, was vermutet ihr, hat es wirklich hiermit auf sich? Schon eine knackige Türklingelkamera in der Hoste installiert? Nein, ist auch okay. TikToker angesam, halt schon. Und das schreibt er zu seinem Spooky-Video. Bin genau um 3.33 Uhr aufgewacht und hatte das Bedürfnis, meine Ringcam abzuchecken. Und das ist, was ich sehe. Eine menschengroße, transparente Erscheinung scheint aus der Haustür weg vom Grundstück zu huschen. Gerade mal 3,5 Sekunden ist das Geisterwesen in Fragezeichen auf Ringcam zu sehen und stellt sich als wahres Rätsel der TikTok-Zuschauerschaft. In einem noch kleineren Text in der Aufzeichnung selbst fragt sich der Postende ebenfalls, warum ist es buchstäblich so durchsichtig hier? Ja, mein lieber Angesam, das liegt mit höchster Wahrscheinlichkeit meiner megamäßigen Fachexpertise nach an der Tatsache, dass es Nacht und die Aufnahme eine Überwachungskamera ist. Ob berühmte Ring oder sonst was spielt, glaube ich, echt keine Rolle mehr. Ich möchte aber nicht der Spielverderber sein. Die Geschichte geht noch etwas weiter, indem der Poster sich bei Tage in derselben Perspektive zeigt, um den Anfragen der Interessierten in den Kommentaren nachzukommen. Wie ihr seht, ja, man sieht ihn. Ganz ohne Transparenz. Fakt ist aber auch wieder, es ist Tag. Und der Fall beweist auch ganz klar, dass solche angenommenen Türklingelvideos mit Geister drauf eventuell doch nur Fehlaufnahmen durch die Dunkelheit sind. Aber, das riesige Aber an dieser Sache hier ist, dass da jedenfalls etwas bzw. jemand gewesen sein muss und der Poster auch immer noch keine Ahnung haben könnte, wieso da wer bei Nacht wohlgemerkt aus seiner Haustür läuft. Also ob Geist oder nicht, macht es das für mich definitiv zu einem berechtigten Rätsel. Eure Theorien gerne in die Kommentare. Neulich auf Kartoffelpreis obere 5 gab es in unserer Compilation eine typische TikTok-Spukserie einer französischen Mutter, die in der Wohnung von ihr und ihren Kindern von etwas Unheimlichen und Unbekannten allem Anschein nach heimgesucht wird. Ich versprach euch, dass wir noch weiter in den Fall eintauchen werden. Kurzer Recap zum letzten Mal. Flackernde Lichter, Poltergeistaktivität, tierische Reaktion auf Unsichtbares bis hin zu Ohnmacht zählen allesamt zu den neuen übersinnlichen Plagen in den 4 Wänden von TikTokerin Darkcha. Ich denke, die zweite Hälfte heute löst für uns alle auf, was wirklich dran ist.
Der Kopf einer warum auch immer schaurigen Schaufensterpuppe dreht sich stets zur Filmerin. Weshalb man sich sowas in erster Linie zur Deko ins Haus holt, kein Plan. Ob nun Schwerkraft oder paranormale Fingerspitze die Mappe zu Boden fallen ließ, liegt in eurer Entscheidung. Nach all den Spukereignissen entschloss sie sich final dazu, sich auch mal beim Schlafen zu filmen. Und tatsächlich zeigt sich eine weich transparente Masse über ihr schweben. Erklären lässt sich mir die Szene im Fake Case mit einer zweiten drübergelegten Videodatei. Ich sage mal gewagt, im guten Wissen, dass es noch kritische Leute wie mich gibt, die meine Videos schauen, dass das bis hierhin ein Fall war, dem man noch irgendwie glauben könnte. Meiner Meinung nach aber zu extrem soll es dann doch mit den letzten Posts von Darkcha werden. Typisches Türgeschwinge öffnet ihr das Portal in den Schattenmangang. Und an der Stelle, Freunde, war für mich persönlich mit dem Fall auch Schluss. Ja, ich halte Schattengestalten je nach Situation und Darstellung für eventuell möglich. Aber der vorletzte Clip hat da doch zu viel Horrorfilmcharakter mit dem plötzlichen Vortreten der angeblichen Präsenz. Die Töne dazu überzeugen mich nun auch eher weniger. Und der letzte Teil ist dann wieder Poltergeist-Aktivität, die man an sich nicht direkt als hundertprozentigen Fake ausmachen muss, gibt's gewiss. Doch der vermeintliche Bug und das Ende an sich geben mir die überdramatischsten Vibes, wo mir sagen, nee Mann,
Das war doch alles eher Unterhaltung. So sehe ich den Fall zumindest. Es wirkt auf mich einfach zu extrem und gestellt. Blöd wäre es für mich, wenn das doch alles stimmen würde, und deshalb übergebe ich euch den Richterhammer. So, Freunde, es ist passiert. Das Oberteil hier mit dem Logo, das habe ich schon seit jetzt, glaube ich, ziemlich genau 2 Jahren im Besitz. Warum halte ich eine Schere in der Hand? Heute kam der Postbote, der Liefermann, und bescherte mir das Teil hier, diesen Karton. Den werden wir kurz mal öffnen. So witzig wie ich bin, habe ich gerade gemerkt, dass ich keine Schere dafür brauche. Da ist es. Ich bin jetzt einfach mal so frei. Also ich sehe das jetzt hier zum ersten Mal. Der Pullover, den ich mir bestellt habe. Hier die Cappy. Nochmal das T-Shirt mit dem Logo in einer anderen Form und ich glaube auch Qualität. Beziehungsweise auch komplett andere Schnittform. Ja, Freunde, ich habe mich dazu jetzt entschieden, das Logo, das ich seit 2 Jahren habe, für euch als Print-on-Demand-Service-mäßig in einem Merchandise-Shop anzubieten. Partner meiner Wahl ist in dem Fall Spreadshop und ja... Gut, ich bin ganz ehrlich, ich verdiene eine kleine Summe vielleicht dran mit, aber ich weiß durch dieses Oberteil allein schon, was ich seit 2 Jahren habe, und dieser Print ist einfach kaum abgenutzt, wie man sieht. Also für die Qualität, sage ich mal, kriegt ihr was richtig Geiles von Spreadshop. Mein Plan ist es jetzt erstmalig, so ein bisschen, um euch das zu zeigen, voll der Influencer gleich mit mega mäßigen Fotos, noch ein Stativ zu holen. Fahr gleich rüber in den Elektrofachhandel meiner Wahl und erwerbe mir mein erstes Handystativ. Mit diesem Upload launche ich auch gleichzeitig den Shop. Falls ihr noch was Warmes oder Gemütliches für die Zeit braucht, greift gerne zu. Ob für mehr Aura im Kinosaal zum nächsten Horrorfilm, einfach so im Alltag oder als Weihnachtsgeschenk an eure Liebsten. Ich denke, hier ist für jeden was dabei. Geht also auf mesh-merchandise.myspreadshop.de und shoppt das Logo. Aber jetzt weiter geht's mit den nächsten Videos. Oh Mann, oh nein. Bevor wir in den nächsten Fall des Tages einsteigen, höchst wichtige Frage an euch. Welche Serie schaut ihr momentan? Ich bin derzeit in der 2. Staffel von Lost. Und Alter, ist die Serie geil. Videos wie die hier kann man ja als Real-Life-Mystery einkategorisieren. Und Lost ist der geilste fiktive Mystery-Nugget, den ich euch gerade empfehlen kann, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt. Droppt in den Kommentaren unbedingt gerne mal eure Empfehlungen. Es ist nämlich jetzt kälter und das für einige Monate. Was hat man Besseres zu tun? So, und eben diese Serie Lost, die ich euch wärmstens zu der Jahreszeit einfach mal empfehle, da gibt es einen Charakter namens John Locke. Ein bereits etwas älterer Herr, der ohne zu viel zu spoilern eine, ich sage mal, besondere Position in dem sozialen Gefüge einnimmt. Überleitungshofner, der ich bin, stammt das folgende Wildcamping-Ghost-Wrong-Video von einem Mann namens Thomas Locke. Ob ihr an Synchronizitäten im Kosmos glaubt oder nicht, bevor ich mit Lost vor wenigen Wochen anfing, habe ich den Nachnamen Locke kaum bis gar nicht gehört. Und jetzt gleich 2-mal. Nun gut, Thomas Locke machte sich mit seinem Hund vor Dämmerung in einen Wald auf, in welchem bei beiden und gute Schwingungen aufkeimen. Oh man, oh nein. Tell you what I'll do. I'll get some food going. Some smidge spray on. And then I'll see how I feel. Just doesn't feel right. Let's get some food on. Just my mind playing tricks on me. His dog's tail, he keeps looking over there. His tail. It's just completely dropped. He keeps looking in that direction. Birds, mate, just birds. Yeah, fuck it.
Nah. Something's fucky. Something's fucky. I was ready to go, man. Honestly, ready for it. And well up for it. But, I'm gonna say, as soon as I got in there, it felt like a sort of spiritual trespass. And then everything went quiet. I didn't realize until we were leaving that everything was quiet, that there were birds and crickets, which you can hear now, but there just weren't any in there, despite a large amount of foliage and despite it being fairly loud on the way in. And then Archie sees something, his tail goes basically inwards, and he stops even panting. You know what I said before about, like, I've never seen Archie growl like that? Well, I've never seen Archie react like that to just nothing visible. He kept fixating on one spot. And then when he stopped fixating on that one spot, he just tailed down, darting his eyes around in every direction. And it was quiet, man. It was quiet. Locks Hund ist aufgeregt, verhält sich nicht normal laut ihm. Thomas selbst hat kein gutes Gefühl bei der Sache. Geräusche seien zu vernehmen, die ebenso nichts Wohlwollendes ahnen lassen. Aus reinem Instinkt also verlassen die beiden den Wald und kurz davor im Feld geht er nochmal drauf ein. Leute in den Kommentaren bekräftigen seinen Abbruch, da Mensch und Tier nun mal unterbewusst Gefahr wettern können. Was dem abgebrochenen Campingausflug nun aber die Krone aufsetzt, geschah, als die beiden am Parkplatz wieder ankamen. Bad vibes, man. Bad vibes. I don't feel the slightest bit of regret. I feel that I've made the right choice. Can you hear that? Let me switch my mic off. I'm not messing around. I really hope the mic picked up. All the hairs on my back are up right now. Komisches, schwerst identifizierbares Geschrei tönt aus dem Wald. Aus welchem beide gerade erst kamen. Aus welchem Naturareal das Duo beiderseits quasi instinktiv geflüchtet ist. Und mit dem Geschrei am Ende wohl doch erwiesen mit gutem Grund. Denn ja, selbst wenn das jetzt nicht Bigfoot oder Sasquatch war, klang das nach einem Tier, dem sie sicher nicht mitten in der Nacht begegnen wollen. Schreibt gerne mal, welches Lebewesen ihr hier hinterher vermutet. Und vor allem, wie ihr euch verhalten hättet. Dieser Fall von Thomas Lock zeigt vielmals auch, auf seine Instinkte zu hören, wie ich finde. Oder wie seht ihr das? Momentan geht ein Insta-Reel auf der Meta-Plattform mit über 4,5 Millionen Likes sehr stark viral. Stefan Jankovic, Social-Media-Berühmtheit und Musiker im südslawischen Raum, dreht ein Video im Wald und trat allem Anschein nach in eine Bärenhöhle, was sich wirklich als fataler Fehler herausstellen soll. Was geschah, würden sicherlich die wenigsten geistig aushalten.
Angesicht zu Angesicht sieht sich der junge Mann einem Bären gegenübergestellt. Geister und so, ja, schon spooky. Aber diese Situation hier lässt garantiert den Puls in die Höhe schießen. Logischerweise, mit Teilen des Videos hat Stefan die lebensgefährliche Begegnung überlebt und geht nun mit diesem nervenaufreibenden Clip, wie gesagt, super stark viral. Wie wird er mit der Situation umgegangen? Redditors Stockport 4899 weist auf ein Ereignis mit einem Spiegel vor einiger Zeit hin, das seine Frau höchstpersönlich erlebt haben soll. Schaut oben links, das stammt aus der Arbeit meiner Frau von vor ein paar Jahren. Ich bin ins Goodwill-Geschäft am nächsten Tag gekommen, um zu sehen, ob da irgendwo eine kräftige Brise weht oder ein Lüftungsschacht dafür verantwortlich ist. Aber selbst wenn, das Objekt scheint starr, ungeachtet dessen, dass es nur mit einem leichten Zug bewegt wurde. Sieht noch jemand das Gesicht? Ein Gesicht sehe ich hier vorab nicht, vielleicht ja ihr. Aber etwas geht ab wie Schmitz' Katz. Der Gruselspiegel bringt nicht nur das Ehepaar, sondern auch Freunde und seit neuem durchs Posten das Internet zum Rätseln. Ich selbst habe keine Ahnung, wie das ohne Luftzüge möglich gewesen sein soll. Und um ehrlich zu sein, bezweifle ich mal anhand der Szenerie, dass es sich hier um ein Fake handelt. Anders gesprochen wirkt es mir so, als wäre das nun mal einfach wirklich die Frau vom guten Stockport 4899, die wahrlich neben ihr Geistaktivitäten miterleben konnte. Denn sind wir mal ehrlich, hier mit Faden so einen minder qualitativen Spukclip auf Reddit als echt zu vermarkten, so wirkt es einfach nicht. Da dürft ihr auch sehr gerne andere Empfindungen sein. Für mich ein Schnipsel, über den man zumindest diskutieren kann. Dass es auf Friedhöfen spukt, liegt sehr nah. Redditor The Jewelate Man teilte eine Fotoserie seines Vaters im Unterforum für Geisterphänomene und fügte folgenden Kontext hinzu. Frau auf Friedhof auf Foto von meinem Vater aufgenommen. Mein Vater fuhr nach Massachusetts und hatte sich schon immer für Geschichte interessiert. Er ging zu einem Friedhof und machte Fotos. Er erwischte eine Frau, die Kleidung aus dem 18. und 19. Jahrhundert trug. Er war der Einzige, der dort war, als der Friedhof schloss. Alle Bilder wurden hintereinander aufgenommen. Lasst mich eure Meinung wissen. Ja, Freunde des Spuks, lasst uns eure Meinung wissen. Tatsächlich ist auf einem Foto des Vaters von Poster, The Jewelate Man, eine auffällige Form, etwa 2 Dutzend Meter vom Ort des Schnappschusses in der Abbildung zu erkennen. Eine rangezoomte Version des Fotos zeigt genauer die altertümliche Kleidung, von der Poster in der Beschreibung sprach. Rock, Torso und Kopf sind auf jeden Fall abzulesen. Also stellt sich bei Echtheit meinetwegen berechtigt die Frage, ob sein Vater hier einen Geist auf einem Friedhof auf Foto festhalten konnte. Fraglich ist dank dem hier gelieferten Kontext jedenfalls nicht, wieso dieses Bild entstand. Mir zumindest reicht es als Erklärung, dass ein älterer Herr sich für Geschichte interessiert und einen möglicherweise historischen Friedhof aufgrund seiner Neugierde besucht. Und warum auch einfach nicht für sich fotografiert. Dass sich dann plötzlich sowas auf der Linse preisgibt, erwartet man nicht direkt, obgleich es auf einem Friedhof geschossen wurde. Was ist eure Meinung dazu? In diesem Video begibt sich der britische Outdoor-YouTuber Welcome to the Woods UK auf eine mysteriöse Spurensuche tief im Wald. Seine kürzlich aufgebaute Hütte wurde unerklärlicherweise zerstört und er möchte die Ursache herausfinden. Während er die Gegend erkundet, stößt er auf ungewöhnliche Geräusche und rätselhafte Gestalten, die in der Dunkelheit lauern. Ausgestattet mit Schutzmaßnahmen und Wildkameras will er herausfinden, was hinter diesen unheimlichen Vorkommnissen steckt. I'm absolutely shattered. I spent most of yesterday night looking through trail cam footage. Cameras 1 to 6 that are out in that woodland have been bought in, and yesterday evening I spent from about 8 o'clock all the way to early hours sifting through from camera 1 to camera 6 hundreds of files of birds, rabbit, deer, hares,
But then when I got to the last cameras, I found something a bit more shocking, and I was very, very tired. So I've checked them again in the van again today, and it's exactly as what I said yesterday. So it weren't sleep deprivation. There's a figure at night time that's in the right hand side of I believe it's camera 6, starts off, comes out of the woodland, and then all of a sudden it seems to trigger the camera again and then come back out. That again happens about a week later on camera 4, but this time it's daytime and it's a bit more explainable. I mean, it looks to me like someone's in there poaching for the deer perhaps, or doing a bit of wildlife photography, but whoever it is shouldn't be there. They haven't got permission to be there. It's only me. I've phoned the landowner, Chris. He swears blind that no one else should be in there. It's quite secure as well. I've never seen anyone in the 2 years that I know in there, even on any of the trail cams. Now, trail cam 1 didn't do very well. It's definitely, again, if it's not the same person, it is a person. They're dressed up in some sort of camouflage or poncho. I mean, it looks like they've got a big beard. I think it's a man, to be honest with you. Trail cam 3, I did have some noises about probably 2 months ago, and I just written it off as a deer that had been running past the camera, stopped and huffed, and I caught the huffing noise. That was pretty creepy, so I've thrown it in with this. It's probably a completely unrelated. But I thought I'd chuck it in there as well. While this person, being whatever it is, didn't fall arse overhead going from one side of the woodland in the complete pitch black, I do not know, and it just goes across so graceful. So have a look at it, see what you think, and let me know. But tonight I'm going to get out there, I'm going to finish my day's work today absolutely shattered, but I'm going to get my pack on and go over there just before it gets dusk. Try and have a little recce round to see if there is anyone sort of hanging about that looks a bit sort of dodgy. I will park the van right down the lane and then see what we get out of that. I'm almost on top of the site of cabin number 2. That is where cabin number 2 is, or was, should I say. You should all remember, it should be put together by now. I was proper agitated that someone had done this to that. I don't know if you can hear it. I didn't see anything, but I could hear like wood splitting, like as in like someone chopping wood, like with an axe or something. I'm not entirely sure what that would have been. That was it. Right, okay. I don't think that's got anything to do with poachers, that noise. That's pretty much what happened to me last January. Campers who roll up in a motorhome, light a disposable barbecue, and leave all their rubbish everywhere. The case is going to the Supreme Court, and we're going to have to go through the anxiety of the potential camping ban all over again. Someone's doing fireworks. Yeah, these OEX tents are pretty good. I've never had any water come through any one of them that I've got. Every one I've owned also has been very easy to put up. I'm off to bed now. I shall see you in the morning.
I've not got a clue what that noise was. There's about 8 different noises. Sound like someone's walking around about 40 yards away. I had no bang off of the alarm, but definitely a banging in the woods. Obwohl die Hütte mit großem Aufwand errichtet hatte, fand sie plötzlich zerstört vor. Und die Ursache ist leider unklar. Mit Hilfe von Wildkameras und einer genauen Inspektion der Umgebung hoffte Erklärungen zu finden. Entdeckt jedoch lediglich flüchtige Erscheinungen, verdächtige Geräusche und eine fremde Gestalt, die sich scheinbar unerlaubt im Wald aufhält. Die Ereignisse werfen Fragen über Vandalismus und möglicherweise übernatürliche Phänomene auf, wodurch sich der Wald zunehmend zu einem Ort des Unheimlichen entwickelt. Nichts hieran erscheint mir gestellt. Jemand hat sich an seinem Werk unerlaubt vergriffen und auch noch ohne Erlaubnis Zutritt auf privaten Grund verschafft. Ob nun Mensch, Tier oder Kryptid vor seinem Zelt in der Anschlussnacht bei ihm war, das ist die Frage, die ich an euch weitergebe. Dies geschah in einem alten Pub in Victoria, Australien. Ich bin Koch und arbeite in einer alten Kneipe. Und es gab immer Geschichten über Leute, die Dinge in der hinteren Bar hörten, wenn sie geschlossen war. Eines Abends hörte ich etwas, das sich wie ein laufender Wasserhahn anhörte. Und ich ging hin, um nachzusehen. Und das Bier lief, also überprüfte ich die Kameras. Und das war es, was wir fanden. Bevor dies geschah, sagten die Leute, sie hätten ein schreiendes Mädchen aus den Toiletten kommen hören. Und der Manager dachte, sie hätten das Licht ausgeschaltet und die Bar geschlossen, weil jemand dort festsaß, als er nachsah, dass niemand drin war. Diese Kneipe ist ein bisschen alt. Sie wurde während des Zweiten Weltkriegs gebaut und die Leute wohnten früher die Treppe hinauf. Der Besitzer erzählte, dass einmal eine alte Dame im oberen Stockwerk starb und in einem Zimmer gefunden wurde. Die Kneipe ist seit Jahrzehnten in seinem Familienbesitz und ich dachte mir nicht viel dabei. Vielleicht, dass er mich auf den Arm nehmen würde. Bis das passierte. Chef Klembrille macht keine Scherze. Tatsächlich läuft Flüssigbrot vom Fass aus dem Hahn. Verwundert über das himmlische Geräusch des güldenen Brunnens schaut El Chefe nach und findet das Chaos auf. Verständlich ist man da nicht nur nach den Geistergeschichten aus dem Pub geschockt oder mal mindestens etwas verwundert, sondern ganz bestimmt auch in Trauer über die verpassten Tropfen. Ob da doch nur physikalisch mit der Druckpumpe oder was auch sonst nicht stimmt oder doch die Seelen der alten Kneipe noch guten Durst mitbringen, das entscheidet ihr. Prost! Wenn dir das Video gefällt, warum nicht ein Like oder Kommentar da lassen? Und falls ihr ein gruseliges Video gefunden oder selbst gedreht habt, schickt es mir gerne an meine E-Mail-Adresse oder per Instagram-DM. Danke vom Herzen für jeglichen Support. Jetzt geht's weiter. Die TikTok-Nutzerin Chiki Chica teilte eine über 3-minütige Horroraufnahme aus dem Zimmer ihres, ich vermute mal, verstorbenen Großvaters. Wortwörtlich jetzt, alle Achtung. This thing just moved. Thank you.
The door just moved. Are you real? You can do it again. I won't watch. Beschäftigt, ist dann doch mal Zeit, das Handy zu zücken. Denn etwas scheint nicht normal zu sein in diesem Zimmer. Eine ungeheure Schaufensterpuppe hockt schmollend gegenüber von ihr und irgendwas stimmt damit nicht. Wegen sich anbahnender Furcht verlässt sie vorsichtig den Raum und filmt weiter mit etwas Entfernung zur Tür, die sich wohl von selbst schließen soll. Trotz allem Schreck kehrte sie zurück und fängt noch weitere bizarre Dinge ein. Das Eindeutigste nach der typischen Türschließung des waschechten Jenseits zeigt sich in der Spiegelung ungeahnt, wie sich die Hand des schmalen Manns wenige Zentimeter via unsichtbarer Macht fortbewegt. Ist das Real Chat? Ich weiß es hier ehrlich gesagt nicht. Tendenztechnisch neige ich sogar zu sagen, dass hier mehr Wahres dran sein mag, als man hofft. Es ist nämlich hier nichts zu überdramatisiertes. Bloß ein Raum mit unheimlichem Vibe und diesem netten Herrn hier. Ob da nun eine Wesenheit schlummert oder nicht, das möchte ich von euch wissen. Natürlich spukt's auch bei dir zu Hause. Vielleicht auch nicht. Muss man mal die Piola fragen. So traf sich ein Team an Geisterjägern in einem Privathaushalt, um vermuteten Geisterphänomenen in der eigenen Butze auf die Schliche zu kommen. Ob das gesamte Filmmaterial von teilenden Redditor Hunting the Haunted auf YouTube, Vimeo oder in sonst welchen Ecken des Internets sich versteckt hält, weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass dieser als Geister auf Kamera vermarktete Clip das einzige ist, was wir soweit zu sehen bekommen dürfen. Ist das wirklich echt? Ein Schatten bildet sich stabil am Türrahmen ab und bewegt sich eine Sekunde lang überhaupt nicht vom Fleck. Bizarres Schattenkreaturverhalten, wenn er mich fragt. Sonst sind sie immer ruckzuck weg oder kaum zu sehen. Dieses so übersinnlich anmutende Jenseitswesen aus den Tiefsten der Dunkelheit scheint sich dann aber doch schnell von dann zu machen und verschwindet ins Nichts. Gepostet in einem Subreddit für paranormale und gruselige Videos, darf dieser Beitrag aufregende 11 Upvotes genießen. Und entsprechend reagiere auch ich. Also ich habe hier nicht so viel Überzeugung, was den Fall hier anbetrifft. Ihr dürft das gerne anders sehen. Wenn dem so ist, gebt Bescheid. Bei folgendem Video handelt es sich um eine klassische Found-Footage, da vom KI-Kollegen keine Quelle genannt wurde. Es handelt sich um einen Minenarbeiter am Ende seiner Nachtschicht. Und den Erzählungen nach stimmt da was nicht mit der Arbeitsstelle. In jener Nacht wurde es für den Mann endlich Zeit, diesen Spuk zu beweisen. Und so filmte er. Ganz, ganz zufällig fängt er dann das ein. Durante muchos años en la mina y siempre quiero encontrarme, pero nunca tuve esa oportunidad. Pero tengo esa fe de que sí me voy a encontrar bien. Cayó mi
miedo. Escúchalo. Qué miedo. Distant moaning. Also entferntes Gestöhne spendet dem Herrn hier wortwörtlich Grundlage zur Gehaltserhöhung. Und natürlich, wie bereits gesagt, gibt es hierzu nur Details in dem Ausmaß, was man hier mitsehen und hören darf. Und dies sei echtes Geistergestöhne. Mit welchem Grund die Geisterwelt uns so bei hart verdientem Brot bei Nachtangst einjagen muss, das ist eine Frage, die können sie nur euch beantworten. Ich denke, die Szene hier kann genauso gut bearbeitet sein. Was mit dir? Schulen sind nicht selten in unserer großen Blase, Orte der Heimsuchung. Für heute stieß ich auf einen Moment in einer Grundschule, welcher sich allem Anschein nach nicht rational erklären lässt. Zumindest nicht für den Reddit-Nutzer mit zufallsgeneriertem Namen CommunicationBig6255, welcher ganz groß mit uns zum Beitrag kommuniziert. Zitat: potenzielles Geistermaterial, das in meiner Grundschule gefunden wurde. In Klammern, unbearbeitet. Dies ist also ein Video von meiner alten Grundschule. Die Bibliothekarin hat sich darüber beschwert, dass sich mitten in der Nacht Dinge verschieben, und ging zum Sicherheitsvideo, um das zu überprüfen. Sie versuchte zunächst zu überprüfen, wann die letzten Leute die Schule verließen und die ersten kamen. Aber da war nichts. Gegen 3 Uhr nachts fand sie dieses erschreckende Video, auf dem zu sehen ist, wie Bücher aus den Regalen zu springen scheinen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Mit Ihren Tipps schauen wir mal rein. Im Hintergrund lachen die Schulkinder. Im Vordergrund die abgefilmte CCTV-Footage mit paranormalem Geschehen in der Schulbib. Was ist denn hier los? Hängt da nur der magische Faden an der Wissensschrift oder treiben sich eventuell doch übernatürliche Schulgeister in der Elementary School? Ob sowas wirklich möglich, nötig oder völlig ersponnen ist, das überlasse ich ganz euch. Denn mal ganz ehrlich, klar gibt es Gründe, die Schule nicht zu mögen. Eigentlich doch ein Grund mehr, nach dem Tod nicht mehr dort zu verweilen. Andererseits, warum auch nicht? Vielleicht macht's ja Spaß. Zwei Kommentare zum Post bringen aber auch meine Sichtweise auf den Punkt. Zitat: Late Night Booty Call, 3.52 Uhr in der Früh. Klar war zu der Zeit dort niemand. Gruselig. Zitat: Beth's Mom 05. Könnte paranormal sein. Die Schule braucht mehr Überwachungskameras in der Bibliothek und den Eingangsbereichen. Die Polizei sollte hinzugezogen werden, um sicherzugehen, dass keiner für einen Streich dort einbricht. Ja, ob die Polizei da jetzt extra eingreifen muss, ohne eindeutigen Einbruchsversuch, weiß ich jetzt nicht. Aber mehr Kameras? Naja, wenn man da den Überwachungsapparat erweitern muss, dann ist das der Schule überlassen. Wie seht ihr das? Spuk oder Streich? Eine Gruppe führte eine paranormale Ermittlung in einem heimgesuchten Geschäft durch. Mitten in der Nacht saßen sie alle gemeinsam versammelt in einem Stuhlkreis und stellten den Geistern vor Ort Fragen. Was im Hintergrund auf mitlaufender Kamera zu sehen ist, stellt sie vor ein Rätsel. Eine Metallstange richtet sich von Geisterhand auf. Über 800 Betrachter auf Reddit gaben dem Beitrag ein Upvote, doch die Meinungen sind zwiegespalten. Zu leicht wäre es, das Phänomen mit einem Faden herzustellen. Doch auf der Aufnahme ist eben keiner zu erkennen. Dazu weiß man auch nicht, um welche Gruppe von Leuten es sich handelt. Einfach nur eine Freundesgruppe, die eine Stunde in einem Spukort gebucht hat? Eine vielleicht doch bekanntere Ermittlergruppe auf YouTube oder Facebook? Dazu ist leider nichts bekannt. Es ist allenfalls zu empfehlen, auch hier skeptisch zu bleiben, wenn sogleich das Geschehen, auch soweit das einzig Geteilte soweit ist, was dem wiederum mehr Glaubwürdigkeit schenkt. Das ist mein Take. Was ist euer? Mein guter Gruselkollege Wald David vollzog mit Kollegin Kimmys Erkundung vor kurzem eine PU in einem verlassenen Haus, welches er in seiner ersten Erkundung Monate vorher mit der Entdeckerin der Location Annie auch als das Horrorpuppenhaus betitelte.
Mit Verweis auf heftige Vorkommnisse bei seiner ersten Ermittlung mit Annie musste ich auch da reinschauen. Und was währenddessen geschah, war recht hinweisend. Nix. Du dich so rüber. Also ich weiß nicht, was die hier bei ihrer ersten PU erlebt hat. Ich weiß nur, dass wohl die Bibel umgefallen ist. Ansonsten nichts. Also war das letzte Mal auch schon so? Dass es erst relativ so freundlich war? Nicht so aggressiv. Okay. Annie. Was? Da kam gerade Annie. Nein. Das hab ich. Das hat er nicht mal angezeigt. Annie. Dave, das gibt's nicht. So, Alter, ich hab fucking Gänsehaut. Oh, ich jetzt aber auch. Und nein, ich hab immer noch keine Angst. Ich hab Gänsehaut und ich hab Herzklopfen. Ach du Scheiße. Aber ich hab immer noch keine Angst. Leute, ihr seht's hier. Hier steht Annie. Und ja, jetzt könnten wieder die Leute sagen, dass das irgendwie damit zusammenhängt, wenn wir uns vorstellen und so weiter und so fort. Aber Leute, mal ganz im Ernst, mein Name kam aus dieser App hier. Noch nie. Da kann dich jemand nicht leiden. Ich mache auch mal gleich weiter. Ich muss nur mal ganz kurz hier auch mal... So, also das ist wirklich sehr, sehr krass. Hatte ich so noch nicht. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich habe bei jeder PU irgendwie... Anfeindung? Ja, geht mir auch so. Also ich wurde schon beschimpft und alles. So. Geht ich auch. Möchte. Was möchtest du denn? Du hast meinen Namen gesagt. Es ist dein Name. Alter, Leute, ohne Scheiß. Das gibt's doch, ich weiß nicht. Wir haben hier nichts manipuliert oder irgendwas. Die Leute, die mich kennen, wissen das. Die App hat noch nie meinen Namen gesagt. Ich zeige euch jetzt, dass es auch hier stimmt. Ich gehe hier wieder auf die Liste. Ey, das gibt's in keinem Bus. Seien Sie vorsichtig. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt der Besitzer. Hier? Annie und hier David oder David. Es tut uns leid, wir sind gerade wirklich aufgeregt und das ist wirklich krass, dass mein Name da rauskommt, dass Daves Name da rauskommt und dann auch noch seine. Ich weiß, aber ohne Mist, mich macht das auch ein bisschen stutzig, ob die App vielleicht wirklich irgendwas erfasst oder so. Ich hatte das aber vorher noch nie. Ich auch nicht, Dave. Also Leute, App hin oder her, es kam noch nie irgendwie mein Name aus der App. Und dann auch noch hintereinander unsere Namen. Ja. Ich bitte dich. Das ist absolut, absolut gruselig. Beide Namen wurden von der Ghostship-App ausgegeben, mit einer mehr oder weniger kryptischen Botschaft. Dazu erzählen sie davon, wie die Bibel zu Andys Linken herunterfiel. Alles in allem war die Sitzung laut Dave vom Gefühl her anders wie bei der zweiten Begehung des Horrorpuppenhauses mit Urbexerin Kimmy. Dennoch konnten sie auch da ein paar Dinge mitnehmen, die ebenfalls einigermaßen hinweisend auf eventuellen Kontakt sind. So, ich würde halt erstmal starten und würde mich mal vorstellen. Hallo, ich bin David. Ich bin die Kimmy. Wir sind hierher gekommen, nicht um irgendwas zu klauen oder um irgendwas anzustellen. Wir würden nur gern mit dir sprechen. Ich war schon mal hier. Was ist das jetzt? Jetzt geht mein Licht aus. Von der Kamera oben drauf. Eigentlich komisch, weil das ist leer. Das war voll aufgeladen. Was? Ja. Das war voll aufgeladen. Du hast es ja auch gar nicht benutzt. Du hast die ganze Zeit auf mich gewartet jetzt. Ich habe das jetzt die ganze Zeit gar nicht genutzt. Ich habe das kurz bevor wir jetzt loslegen wollten, hier auf die Kamera gesteckt. Und gut. Ich würde also gern wissen, ob hier jemand anwesend ist oder ob du von damals vielleicht sogar noch hier anwesend bist. Kann es sein, dass hier mehrere... Ich mag dich. Das ist schön. Kann es sein, dass hier mehrere Entitäten sozusagen anwesend sind? Vielleicht mehr sogar als das letzte Mal? Thank you.
Das ist komisch und absolut nicht. Was war denn jetzt? Du so erschrocken geguckt hast? Ich hab was gehört. Aber ich glaube, das war draußen. Nicht hier drin. Danke, schalten. Sie wollen sich gerade vorstellen und da geht schon das Licht von Dave aus. Obwohl dem unter normalen Umständen hätte nicht so sein sollen. Problem behoben, stellen sie Fragen in den Raum. Und in der Stille lassen sich mit erhöhter Lautstärke Geräusche in der Tonspur des Videos hören, die mal mindestens rätselhaft sind. Ob doch nur der Nachbar oder was anderes Natürliches, das ist halt hier die Frage. Was die Ausgaben per Ghosttube bei Daves zweiter PU in dem Zimmer angeht, da kann man sich auch drüber streiten. Auch die Funktion solcher Handy-Apps darf man gern dran zweifeln. Schlussendlich kommt es auf alles drumherum an, um seine Schlüsse zu ziehen, wie ich finde. Später sollen die Ausgaben zur Vermutung führen, dass vielleicht mehrere Seelen sich im Haus herumtreiben. Vielleicht liegt es an den Prozess. Bitte hör zu. Ich höre zu. Oh, mir kraftet alles. Große Trauer. Was du? Ein Schritt. Oh, mir kraftet alles. Große Trauer. Was du? Ein Schritt. Auf jeden Fall. Das war ein Schritt, Kimi. Warum bist du gekommen? Hörst du das? Das habe ich gerade nicht gehört. Meinst du, ob hier vielleicht irgendjemand kommt, weil der Schritt klang krass? Bitte hör zu. Oh. Hast du aber auch keine? Na klar. Hey, wenn hier jetzt einer an der Scheibe klopft, kacke ich mir so ein, weil ich mich so erschrecke. Ich glaube, da kriege ich einen Herzinfarkt, wirklich. Ich hoffe es nicht. Ich kriege wirklich einen Herzinfarkt. Fliege. Ja, die höre ich die ganze Zeit. Fliege? Ja. Warst du das gerade mit dem Geräusch, mit den Schritten? War das ein Zeichen von dir? Cousin. Cousin. Das ist jetzt wieder random. Ja, das ist wieder komisch. Warum spielt das heute so komplett verrückt hier? Vielleicht sind wirklich mehrere hier. Und alle reden irgendwas durcheinander. Aber wie gesagt, das letzte Mal war es halt ganz, ganz anders. Und das sind so Sachen, die kann ich mir nicht erklären. Wie geht es dir? Also mir geht es gut. Ich denke, Kimi geht es auch gut. Ich bin bloß etwas verwundert darüber, dass heute so die Antworten so vollkommen durcheinander kommen von dir. Wenn ich überhaupt mit derselben Person spreche. Hättest du eventuell Lust, dich mit uns zu unterhalten? Wohnzimmer. Wenn es jetzt wieder anfängt, so durcheinander zu sein, dann breche ich das ab, weil das ist Quatsch. Aber es kamen jetzt so viele Dinge, so oft hintereinander. So oft hintereinander und so vollkommen durcheinander. So, du könntest... Wir gehen mal gar nicht so auf die Ghosttube-App. Weißt du, was ich mache? Ich will oder ich hätte gern von dir, wollen klingt ein bisschen bösartig, ich hätte gern von dir, dass du eventuell mal einen dieser Bälle da berührst. Wenn du die berührst, dann blinken die auf. Kimi, kannst du ja vielleicht mal machen, bei dem da näher bei dir liegt, einfach drauf tippen. Vielleicht oder? Ja. Nee, du brauchst... Ja. Hast du den gerade erst angemacht? Nee. Eigentlich brauchst du bloß so hier. So mit dem Finger kurz. Mhm. So. Und so könntest du uns mal den einen der zwei Bälle zum Ausschlagen bringen oder zum Aufleuchten bringen und dann wüssten wir halt unwiederbringlich, dass du hier anwesend bist. Schwester. Ich kann leider die meisten deiner Antworten bis jetzt überhaupt nicht einschätzen oder einordnen. Kann es sein, dass hier mehrere
Leute da sind. Oh, mir krabbelt's überall. Das sind die Mücken. Ja. Also bis hier rüber. Start beten. Beten? Beten. Ja, okay, da steht eine Bibel. Boah, Leute, hier sind 35 Grad hin und mich juckt's überall. Warum hast du gerade so komisch geguckt? Geht es dir gut? Mir geht's gut, ja, aber ich werd gerade von den Mücken gefressen. Ein von Dave ehrlich als sehr undeutlich hervorgehobener Schritt soll in der Tonspur zu hören sein, den jedenfalls Kimi und Dave beide just im Moment gehört haben wollen. Und ja, ich höre minimal, was gemeint ist. Was ich gleich vom Bauchgefühl heraus sagen kann, ohne die beiden jemals persönlich kennengelernt zu haben, ehrlich werden sie mit uns sein. Und dass hier irgendwas erfunden oder ersponnen ist, mag ich nur allzu sehr bezweifeln. Wie auch Dave schon im Video meinte, sind die Aussagen aus der Ghost Tube App durcheinander und so versuchen sie, die Geisterwelt zum Antippen der Catballs zu bringen. Jedoch bleibt da jegliche Reaktion aus. Die Ausgaben bleiben kryptisch. Doch gerade hier in der zweiten PU mit Kimi waren im Hintergrund doch Geräusche, wenn auch schwerer aufzufassen zu hören, die recht hinweisend waren. Also das in der ersten Sitzung mit Annie, deren Name ausgegeben wurde, finde ich auch, wenn es von der App kommt, doch schon irgendwie sehr interessant. Wenn ihr wissen wollt, was sich im Nebenraum im Kühlschrank befand oder einfach die gesamte PU für euch anschauen wollt, schaut bei Forest Dave persönlich vorbei und lasst Grüße von mir da. Ich denke, eine dritte Exkursion würde sich definitiv nochmal lohnen. Meiner Meinung nach eine authentische PU mit hinweisenden Evidenzen. Was ist eure Meinung? Abschließend im heutigen Bonus-Part der Compilation gibt es eine Sequenz aus einer angeblichen Solo-Urbexer-Tour vom portugiesischen YouTuber Thiago Fodachau. Am 11. Oktober 2024 lud dieser ein Video mit dem automatisch auf Deutsch übersetzten Titel Ich ging allein zur Legende und dieses Mädchen wartete im Haus auf mich. Tut mir leid, wenn ihr verschleierten Real-Erfahrer gucken wollt, gibt's auch andere Kanäle, die euch mehr Spannung liefern. Aber ich möchte euch gleich im Vorhinein sagen, ich glaube absolut nicht dran, an das, was wir uns gleich gemeinsam anschauen. Deshalb lässt es sich auch hier gut im Bonusteil unterbringen. Dennoch gibt es hierzu auch etwas, das mich doch irgendwie auf eine andere Weise verwundert. Dazu nach dem Clip mehr. Foi essa. Unüberschau und hörbar klatscht ein Mädel mit schwarzem Haar im weißen Kleid höchst unheimlich in die Hände. Wie bereits gesagt, ich glaube nicht dran, dass hier auch nur ein Fünkchen ungestellt stimmen kann. Aber wie auch gesagt, gibt es trotzdem was, das mich stark verwundert. Scrollt mal runter in die Kommentarsektion des Videos und vertraut den Fähigkeiten des Google-Übersetzers. Schreiben Zuschauer allesamt fast dasselbe. Schreiben Gute Nacht,
Danken Gott halten Thiago für mutig und das Video auch irgendwie für echt. Im oberen Bereich erkenne ich keinen einzigen Kommentar, der auch nur einen Hauch an Zweifel äußert. Ergo bin ich verblüfft über die allgemeine Reaktion. Was denkt ihr darüber? Herzlichen Dank fürs Einschalten, Freunde der Nacht. Ihr habt wieder tapfer durch eine längere Compilation für heute geschafft. Mein Favorite von der Glaubwürdigkeit her war einmal die PU von Dave und Kimmy. Und wenn es um pure Anspannung geht, dann was dem YouTuber Welcome to the Woods UK widerfuhr. Was waren eure Favorites? Tauscht euch gerne in den Kommentaren untereinander aus. Ich freue mich darauf, euch gleich oder in aller Frische nächste Woche wieder zu hören. Ich wünsche euch wie immer noch eine entspannte, erfolgreiche Woche. Bleibt gesund und macht's gut.